Hallo und willkommen zu Two Nerds Playing Mist of Pandaria. So, ich habe mich nochmal auf den Beta-Ream verzogen, um euch nochmal das Pet-Fight-System zu erklären, beziehungsweise zu zeigen, nochmal genauer zu zeigen. Das erste war ja nicht so viel. Ich habe hier gerade eine Quest gekriegt, da soll ich jetzt von dem Gimp hier vor mir einfach mal die drei Pets platt machen. Besiegt Zynor die Sadistin. Ja, dann wollen wir mal einfach mal probieren. Meine Pets sind nämlich noch gar nicht so stark. So wie ich gerade sehe. Was hat die denn da? Eine Spinne. Das ist auf jeden Fall ein Kleintier. Und die Schlange und die Spinne. Ich würde auch sagen, das sind auch Kleintiere. So, jetzt suchen wir uns mal einfach mal passende Pets raus. Der ist gegen Kleintiere nicht so gut. Waldmotte. Und mein Tigger, der ist so wunderbar, den behalten wir. Und der ist gegen Kleintiere total schlecht. Scheiße. Und der ist Level 6. Dann müssen wir mal halt gucken, was wir noch so haben. Ein Kanigel. War klar. Gegen Untote. Nee, haben wir nicht. Da, eine Natter gegen Kleintiere. Eine Natter, die Korallenschlängi. Nimm mal. Müssen wir ein Level 6, da haben wir ein Level weniger. Na gut. Muss. So, was haben wir denn noch gegen Kleintiere? Ich hab nichts gegen Kleintiere. Eigentlich nicht. Außer einen goldenen Drachenjunges. Goldenes Drachenjunges. Gegen Kleintiere. Wunderbar. Nimm mal. Ist gekauft. Tauschen wir die blöde Motto um. Ja. Machen wir einfach. So. Und dann brauchen wir noch einen schönen Namen. Auf jeden Fall. Benennen wir das Ding mal um. Guldihorn. Das ist es doch. Guldihorn. Guldihorn, never. So. Sind wir dann alle auf 100%? Alles klar, brauchen wir nichts beleben. Wunderbar. Können wir schließen und dann machen wir die Sau mal fertig. Wie geht's denn so, Mann? Und tschüss. So, das ist, wie wir uns dachten, ein Kleintier. Das kann man oben rechts neben dem HP-Balken sehen. Das ist ein Kleintier halt. Und dass unsere Spells aktiv sind, aktiv sag ich schon, effektiv, kann man daran sehen, dass an den Spells-Button die grünen Pfeile sind. Und man sieht auch, wir machen schon deutlich Schaden. Dann wollen wir mal sehen, wie viel sehen, dass wir diese Platten haben. Sieht sehr gut aus, sieht sehr, sehr gut aus. Naja, ne? Ist kaputt. Ja. Den hat's wohl erwischt. Das ist ein Wildtier. Scheiße, kein Kleintier. Dumm gelaufen. Ja, müssen wir jetzt durch. Versuchen wir unser Bestes. Guldihorn sieht gleich auf.
Hol die Horn, gib gleich auf. Da tauschen wir lieber. Natter gegen Natter. Natter gegen Natter. Komm, Korallenschlange, zack, was du kannst. Ja, unsere Angriffe sind jetzt natürlich nicht mehr so effektiv wie vorher gegen den komischen Kleintier. Aber sie sind ja auch nicht im roten Bereich, also von daher kriegen wir das noch hin. Los, mach sie platt! Das war gar nicht schlecht eben. Jo, noch einmal! Ah. Und hinüber! So, schnell wechseln. Komm, Tigger, zeig, dass du es drauf hast! Beiß ihn die Beine ab! Haha, der hat so viele! Nicht? Hol die Horn? Nee. Hol die. Hat mich verklickt. Tigger. So, beiß ihn die Beine ab. Das sieht gar nicht mal so übel aus. Ja, komm da hin. Ja, let's go. Das können wir sehen. Und gewonnen. Und das war's. Wunderbar. Und Level Up. Die Ringelnatter, hätte ich beinahe gesagt. Was gibt's denn Schönes? Redet mit mir. Beutel mit Haustierbedarf. Crispin. Und gleich die nächste. Wunderbar. So, wo ist der Beutel? Da ist er. Oh, Verbände. Kann man sie wieder heilen. Ja, aber nicht wiederbeleben, wa? Na gut. Nehmen wir. Einen grauen Sack ist nur drin. Ja, also ich finde das Petfight-System ist mal echt gelungen. Es macht Spaß und sorgt für Kurzweile. So, jetzt heilen wir hier nochmal meine Pets und wiederbeleben sie. Wunderbar. Das kann man mal so zwischendurch, kann man mal so einen Fight machen. Das ist ganz witzig. Und ja, das ist ja auch nicht schlecht. Dann brauchen wir nicht andauernd zu dem Laufen, um die Pet zu retzen. Nur zum Retzen doch, aber... Ach, dafür hat man einen CD von 8 Minuten, also damit kommt man klar. Ja, ich wünsche euch was und natürlich bis zum nächsten Mal hier bei Two Nerds Playing Mist of Pandaria. Man hört sich. Bis dann. Tschüss.